Hier ist Michaela von Michaelas Kreativbox. So, da bin ich wieder für euch. Viele wissen es. Einige haben es sich vielleicht gedacht. Ich bin keine Stampin' Up! Demonstratorin mehr. Und vorab, bevor jetzt irgendwelche Fragen aufkommen, es hat definitiv nichts mit der Firma Stampin' Up! Zu tun, sondern ganz einfach mit mir persönlich. Ich habe da so meine Gründe, warum ich raus wollte. Und ihr kennt das ja, ne? Sagt niemals nie. Wer weiß, vielleicht komme ich ja irgendwann wieder zurück zu Stampin' Up. Ich werde definitiv Kundin bleiben, das ist klar. Habe auch jetzt meine erste Bestellung bei der Demonstratorin getätigt, die ich mir ausgesucht habe. Und ich möchte ganz einfach auch wieder andere Dinge machen, mich mit anderen Dingen beschäftigen. Und ich bin absolut kein Verkäufer. Ich kann nicht 20 Mal in einem Video sagen, kauft bei mir und habt da nicht und wisst da nicht. Und ja, also ich denke mal, ihr versteht schon, was ich meine. Es hat mich jedes Mal eine extreme Überwindung gekostet, am Anfang meiner Videos immer irgendwas davon zu erzählen, dass man bei mir doch kaufen soll. Und da ich in der ganzen Zeit nicht einen Kunden bekommen habe, habe ich mir gedacht, gut, dann sollte es so nicht sein. Sollte ich jemals wieder einsteigen bei Stampin' Up!, dann ist es definitiv nur hobbymäßig. Und also es hatte auch nichts damit zu tun, finanziell oder so. Also das hat immer super geklappt, weil ich habe ja genug bestellt, weil ich euch ja was zeigen wollte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Hier geht's weiter. Ich habe nämlich gerne mit euch zusammengebastelt. Und was soll ich sagen? Also ich habe eine kleine Bestellung getätigt bei Bastelwelt Schobes, weil es gab auch viele Sachen, die haben mir bei Stampin' Up! Gefehlt. Wenn ich mal so in mich reinhöre, Stampin' Up! Ist sehr blumig und sehr niedlich. Und vor meiner Stampin' Up! Zeit habe ich halt mit lustigen Sprüchen von der Stempelbar um mich geworfen oder bin in die Fantasy-Richtung gegangen mit Stempeln von Lavinia Stamps. Da habe ich auch zum Glück alles behalten und nichts verkauft. Genauso wie ich meine Lieblingssachen, die ich also gekauft habe, weil sie mir wirklich gefallen, nicht gekauft habe, um euch zu zeigen, damit ihr bei mir kauft. Die werde ich auch behalten. Demnächst werden die Sachen mal bei eBay eingestellt. Ja, also wie gesagt, ich habe bei Bastelwelt Schobes was bestellt. Und zwar Stifte mit einer dicken Spitze und mit einer dünneren Schreibspitze. Die war so ein Dreier-Set hier. Black Pearl, Empire Gold und Platinum Gold. So. Dann habe ich mehr bestellt. Die gab es wohl früher bei Stampin' Up! Auch mal, die Delikata. In Gold und in Silber. Aber auch von Spectrum Noir, die Midas Stempelkissen in Metallic, also mit Metallic Pigmenten in Silber und Gold. Von Delicata gibt es, glaube ich, auch noch Rot, Grün und Blau. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Und da gibt es noch 4 weitere Metallic Farben, die alle so in die Gold, Kupfer. Aber wie gesagt, ich wollte das jetzt erstmal mit euch testen. Ich habe es also nur ausgepackt, noch nicht benutzt und dachte mir, wir testen das doch heute einfach mal, wie die sich verhalten beim Wischen. Ja, jetzt Anker sind jetzt vielleicht nicht so bei Gold und Silber.
Schauen wir mal, was wir hier noch haben an Schablonen. Die habe ich ja zum Glück noch alle da. Blumen passen ja. So, dann habe ich so Kartensachen vorbereitet. Blau war für was anderes gedacht. So, Kartenrohlinge. Aufnehmen. Jetzt lege ich mir meine Schablone hier auf. Bei der ist es das Schöne, dass ich jetzt so einen schönen Rand habe. So, dann nehme ich mir hier mein Klebetape. Klebe mir mal ein bisschen die Schablone fest, dass sie mir nicht so hin und her rutscht. Und dann fangen wir mal mit dem Spectrum Noir in Silber an. Oh ja, sehr sapschlich. Dann nehmen wir mal hier. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon so in der Kamera sehen könnt. Es ist sehr. Jetzt bin ich natürlich verrutscht, weil ich das untere Papier nicht festgeklebt habe. Aber es ist ja jetzt auch erstmal so zum Zeigen. Es schimmert wie Wolle. So, jetzt nehme ich mir mal die Ecke und das Delicata. Das mache ich mal hier so im Anschluss, dass man es dann vielleicht besser sehen kann. Also ich würde gerne weiterhin mit euch zusammen basteln. Das hat mir nämlich immer sehr viel Spaß gemacht. Jetzt bin ich mit dem falschen Pinsel da rein. Das ist, wenn man Quatsch hat und hier was macht. Bleibe ich mal hier so, damit man eventuellerweise einen Unterschied, nachdem er sauber, weil den hatte ich mir zurechtgelegt fürs Gold. Ja, also ich finde, man sieht da einen Unterschied. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich da vorher in dem Goldenen war und nicht aufgepasst habe. Das ist jetzt schon besser. So, hier habt ihr jetzt das Spectrum Noir, das Midas. Und hier habt ihr das Delicata. Also ich jetzt so ohne den Kamerablick, das ist schimmernder. Mehr Silberfarben. Das ist ziemlich dustel, sage ich jetzt mal. So. Ach nee, dann können wir eigentlich direkt, ich die mal eben beiseite, mal schauen, was jetzt der silberne Stift kann, weil die habe ich mir geholt. Man kann das natürlich auch in Stempelkissen ditchen, aber wenn man jetzt hier so mit dem Stift lang fährt, seht ihr das, habt ihr schön so eine Kante, so was Abgesetztes. Ich das hier auch noch mal. So, dann nehmen wir mal die dünne Seite. Also ich kann nicht lettern und ich kann auch nicht schön schreiben, aber nur, dass man das mal sehen kann. Oh, das riecht extrem irgendwie. Also es riecht sehr, wie soll ich sagen, weiß ich nicht so.
Also es ist delikater nicht, aber das Midas. So, dann habe ich mir mal einen Stempelblock bereitgelegt, weil nun wollen wir ja auch noch sehen, wie es sich beim Stempeln verhält. So, dann nehmen wir mal erst das Midas. Also das gefällt mir fast besser als, weil das schimmert so schön. Das ist sehr, naja, also je nachdem, wofür man es nutzen möchte, ist ja Schimmer auch nicht immer toll. Ja, aber so hat man mal was für besondere Karten, für Hochzeiten, für Silberhochzeit, für Goldhochzeit. So, jetzt kommt das Delikata. Also es ist irgendwie, wie soll ich sagen, kräftiger. Es ist kräftiger, aber es schimmert nicht so. Anders halt. So. Also wie gesagt, das ist von Bastelwelt Schobes. Da habe ich das bestellt. Das ist das Midas Spectrum Noir. So. Und das Delicata Silvery Shimmer in Silber. So, jetzt muss ich mal eben an meine Schublade. Meine Schrubbelkiste rausholen. Stempelreiniger von Stampin' Up. Die Schrubbelkiste ist auch von Stampin' Up. Schaffe ich ja jetzt nicht alles ab und kaufe mir von anderen Firmen was. Die Sachen sind ja wirklich gut von Stampin' Up. Aber wie gesagt, an der Qualität oder an den Produkten, da gibt es ja nun wirklich gar nichts zu meckern. Ja, der kommt dann auch mit den beiden Silbertönen klar. So, den legen wir mal gleich beiseite. Und dann nehmen wir uns mal die andere Seite und eine andere Schablone. Nehmen wir mal hier. Ja, können ja auch zwei Blätter nehmen. Klebe ich mir das mal anders fest. So, dann testen wir jetzt mal das Gold. Das wieder Spektrum Noir. Mal das mal so auslaufen. So, dann machen wir mal wieder direkt auch das Delicata. Also wie gesagt, das war vor meiner Stampin' Up Zeit, als es die Delicata Kissen da gab, und vor meiner Stampin' Up Zeit habe ich irgendwie, weiß ich nicht, aber jetzt hatte ich irgendwie so das Bedürfnis, vielleicht weil in meiner Familie jetzt auch viele Gold- und Silberhochzeitstermine anstehen und ja, oder besondere
Dinge wie Jubiläen und runde Geburtstage. Und manchmal möchte man ja auch Leuten zum Geburtstag eine etwas edlere Karte zukommen lassen. Ja, dann gehe ich mal hier noch. Also ich sehe es allein schon hier, es ist ein Unterschied. So. Dann machen wir das mal ab. Beiseite legen. So, seht ihr den Unterschied? Das ist etwas goldener. Und jetzt finde ich, dass das ein bisschen besser schimmert. Obwohl, wenn man es so dreht, je nach Licht, schimmert das auch. Also die gefallen mir auch. Es ist also ein völlig unterschiedliches Gold. Ach und ja, und sehe ich gerade, hier, das ist flacher. Hier, das sieht an den Kanten tatsächlich aus, so ein bisschen wie Strukturpaste. So, und jetzt haben wir ja hier noch zwei verschiedene Goldtöne. Ich jetzt falsch gelegt, weil ich wollte es ja nur hier so. Einfach so am Rand lang ziehen. Das ist jetzt das Empire Gold. Ach, die Stifte sind übrigens von Nuvo. Seht ihr dieses Gold? Und dann nehmen wir gleich das Platinum Gold. Machen wir hier einen Anschluss, damit man einen Unterschied sieht. Seht ihr das? Hier ist das Platinum, hier ist das Empire. Aber ich denke mal, dass man das jetzt hier und die Stifte habe ich gedacht, die nehme ich mal mit. Dann kann man das nämlich immer schön auch also was daran Gold sein soll, das weiß ich nun wirklich nicht. Platinumgold. Naja. Also da gefällt mir das Gelbgold besser. Und das finde ich passt auch schön hierzu. Obwohl das passt auch wieder hierzu. Also man kann sie gut wischen. Man kann mit den Stiften gut Ränder machen oder eben halt mit der dünnen Spitze schreiben, dass man die Karten dann innen drin dann gleich passend beschriften kann. Und ach ja, stempeln. Entschuldigung. Jetzt war ich verwirrt. So, dann nehmen wir erstmal das Delikata. Toll. Gefällt mir sehr gut. Das Midas. Tja, anders Gold halt, ne? So, das ist jetzt Midas. Das und das ist Delicata. In Gold. Die Stifte sind okay, sie tun, was sie sollen oder wofür ich sie mir geholt habe. Ich denke mal, in Zukunft Gold werde ich bei dem Delicata bleiben. Es gefällt mir besser als das Spektrum Noir. Für mich ist das irgendwie so eine Mischung aus Silber und Gold, wie auch immer. Und hier, tja, da ist es genau umgekehrt. Das und das ist das Spektrum Noir in Silber und das ist das Delicata in Silber. Also es wird wohl eine Mischung so sein. Und die beiden werde ich aufbrauchen. Wenn leer, dann leer. Jetzt sind sie natürlich neu, ne? Hält ja ewig. Aber ich sag mal, wenn ich so
für mich bastel oder so Prototypen, so Probe mache. Mensch, ich muss mal eben einen Schluck trinken. Bevor mein Cappuccino gleich ganz kalt ist. Aber wenn ich jetzt so was mache, um es wegzugeben, dann werden es die beiden sein. Übrigens, die Stempel, die sind auch neu, weil ich habe mir nämlich bei Faltgarten von Kulrike zwei Stempelsets bestellt. Und zwar einmal Glückwünsche geteilt. Da habt ihr dann viel Glück, alles Liebe, alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und hier noch so ein Pfeil. Die habe ich früher schon immer toll gefunden, aber sie mir halt nie bestellt und dann habe ich aber Stampin' Up! Angefangen. Dann hatte ich das alles total aus dem Blick. Dann habe ich mir bei, wie gesagt, das war so eine kleine Faltkartenbestellung. Das ist Glückwünsche geteilt XL. Da habt ihr fast die gleichen Sprüche. In den kleinen ist noch mal ein bisschen mehr. Und hier ist der Pfeil nicht bei, aber den brauchen wir ja auch nur einmal. Hier habt ihr auch alles Gute, viel Glück, herzlichen Glückwunsch und zum Geburtstag. Und sowas mag ich ja total gerne, solche Sprüche. Ne? So, mache ich jetzt den Stempel sauber. Ja, das war so ein kleiner Test. Und hier werdet ihr jetzt in Zukunft öfter mal so einen Produkttest sehen. Und was basteln. Also das ist jetzt meine Meinung dazu. Gut, jeder Jeck ist anders, sagt man ja so schön hier in der Ecke, wo ich herkomme. Aber wie gesagt, so das war jetzt mein Test zu den Midas von Spektrum Noir, zu den Metallic Pigment Stempelkissen und zu den Delicata. Ist auch eine Pigment Ink. Und dann hatte ich ja erwähnt Faltkarten. Da habe ich mir die beiden Stempelsets von Kulrike geholt. Aquarellpapier. Und das werden wir dann demnächst mal testen. Da bin ich schon. Oh, schmeiß weg. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und zwar ist das von Spellbinders Pop-Up Die Cutting Glitter Foam Sheets in Black and White. Das sind sie. Kann man dann, das weiß ich gerade nur nicht. Jetzt können wir mal reingucken, ob die kleben. Also es sind so Schaumwürmer, die glitzern. Und da dachte ich mir, dass ich da mal zum Beispiel das angesagte Alphabet mit ausstanzen könnte. Mal gucken. Also kleben tun sie nicht. Aber da habe ich ja von Stampin' Up! Noch diese Klebebögen. Die klebe ich mal hier drauf und dann stanze ich mal ein paar Buchstaben aus. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Warum? Riecht alles irgendwie so. Ich kann ja gar nicht erklären. Also nicht parfümiert, ne? Nicht nach Rosenwasser, so ein bisschen. Ja, ich lasse mal liegen. Vielleicht dünstet es dann aus bis zum nächsten Mal. Ja, also wie gesagt, ich habe vor, mit euch halt solche Produkttests zu machen. Und Produkttest. Ich würde gerne mit euch noch austesten, wie das denn auf Schwarz aussieht. Jetzt fangen wir mal mit Gold an. Jetzt nehme ich keine Schablone. Jetzt wischen wir einfach mal. Kann man sich ja jetzt ein Muster vorstellen. Das ist das Spektrum Noir in Gold und Silber. Und daneben jeweils mache ich jetzt hier so. Ja, erst sauber machen. Das ist jetzt das Delikata. Das
Sieht fast so aus, als würde das Midas jetzt wieder auf Schwarz bei beidem ein bisschen schicker sein. Dann nehmen wir noch das Delicata in Gold. Wow. Das ist das jetzt auf Schwarz. Das sind die Delicata und das sind die Spectrum Noir. Stempel habe ich noch da. So, das ist jetzt wieder Spectrum Noir in Silber. Auf Schwarz. Schwarz finde ich, sieht ja auch richtig edel aus dann. Bisschen ausstempeln. Das ist jetzt das Delicata. Gefällt mir das besser. Oh, falsche Decke. Stand was von Golden Glitz. So, und die beiden silbernen erstmal beiseite. Gewischt haben wir ja jetzt die goldenen schon. So, jetzt kommt das Midas in Gold. Und das Delicata in Gold. Das gefällt mir besser. So, dann gucken wir noch mal eben. Wow, der kommt ja richtig toll zur Geltung. Die dicke Seite. Und hier dann auch mal die. Ja, wie gesagt, also die Farbe gefällt mir so irgendwie gar nicht. Und wie gesagt, ja nicht auf die Sauklaue achten. Also die Farbe gefällt mir definitiv besser. Das Empire Gold. Das Platinum Gold gefällt mir gar nicht. Ich weiß ich nicht. Das könnte natürlich, ja, Platinum ist Silber und Gold ist Gold. Vielleicht soll es so eine Art Mischung sein. Das würde es erklären, weil je nachdem, wie ich gucke, sieht es mal Silber, mal ein bisschen goldiger aus. So, dann noch den Black Pearl. Bin ich mal gespannt, ob man den jetzt hier überhaupt auf Schwarz sieht. Mache ich den mal dazwischen. Oh, doch, erkennen kann man was. So, ich halte es euch auch noch mal näher. So, das sind dann noch mal die beiden Farben oder die beiden Firmen in Gold und Silber und die Nuvo-Stifte. Doch, ja. Finde ich schön, gefällt mir sehr gut. Auf Schwarz sowie auf Weiß. Toll. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Und ich denke mal, es wird bei Sonntags mit den Videos bleiben.
immer mal was zu zeigen. Also wie gesagt, bei Faltkarten war es jetzt auch nicht viel, weil ich habe ja noch ganz viel Farbkarton von Stampin' Up. Da brauchte ich also nichts. Da habe ich mir die Stempel bestellt, die Glitzer, Foam Tape und weißes Aquarellpapier, weil ich mir, ach, das kann ich euch ja noch zeigen. Das habe ich mir für einen Urlaub bestellt, damit ich da nicht so viel Langeweile habe. Ja, nee, ist klar. Und zwar habe ich ja die große 120er Kiste Stifte, Buntstifte, weil mir die Polychromos einfach zu teuer waren. Und man kann ja Alkoholmarker mit Polychromos auch kombinieren. Und das fand ich immer ganz faszinierend. Und da habe ich mir von Castle Arts die große 120er Box Buntstifte gekauft. Und weil ich da eigentlich sehr zufrieden mit war, habe ich mir jetzt die 72er Box Watercolor. Und die bleibt, wenn ich es schaffe, eventuell sogar zu bis zum Urlaub, glaube ich aber nicht. Und damit ich noch neue Wassertankpinsel habe, habe ich mir die von Tombow bestellt. Die zwei Sachen sind jetzt vom großen A. Denk mal, jetzt weiß jeder, was ich meine. Und hier dieses Aquarellpapier 200 Milligramm, 200 Gramm weiß glatt. Von Stampin' Up habe ich nämlich nur noch Reste. Und habe gedacht, jetzt teste ich das mal. Ich habe allerdings auch noch von vorher ganze Blöcke. Und jedenfalls habe ich mir gedacht, dass ich mir dieses Aquarellpapier und meine Reste von Stampin' Up, die wollte ich mir bestempeln mit Stayson und dann die Wassertankpinsel und die große Kiste, die Metallbox, die wollte ich dann mit in Urlaub nehmen. Und wenn wir dann abends so oder wenn mal schlechtes Wetter ist oder wenn abends für mich nichts im Fernseher ist, das so, kommt sehr häufig vor eigentlich. Komisch, früher habe ich viel mehr Fernsehen geguckt. Naja, habe ich gedacht, naja, bevor ich dann da dumm rumsitze oder immer nur in meinen Kindle-Book, Buchreader lese, kannst die auch mal malen. Ja. Oder eher gesagt, kolorieren. Malen kann ich nämlich gar nicht. Ja, also wie gesagt, ich denke mal, es wird im wöchentlichen Sonntagsrhythmus 15 Uhr bleiben. Nächste Woche Sonntag kann ich euch eventuell auch noch was Neues zeigen, aber dann werden wir auf jeden Fall basteln. Und zwar habe ich diese Kartenform schon ewig und 3 Tage auf meiner Liste stehen, dass ich diese Kartenform mal machen werde. Da werden wir eine Gatefold-Karte basteln. Jo. So, und um nochmal kurz auf das Anfangsthema zu kommen, ihr braucht mir keine Fragen stellen. Also es hat wirklich nichts mit Stampin' Up zu tun oder sonst was. Es ist rein privat. Und privat bleibt privat, außer das, was ich halt von mir geben möchte, aber da möchte ich halt nichts zu sagen. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, wenn es mir wieder einfällt, erzähle ich es euch nächste Woche. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und bis demnächst. Tschüss. So, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich wollte gerade schon Equipment abbauen, da fiel mir ein, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ja, also wie gesagt, ich werde euch hier weiterhin versorgen mit mal halt zu so Bestellungen oder Produkttests. Was ihr hier definitiv nicht sehen werdet, sind Dinge vom Action. Stehe ich so nicht drauf. Die Stempel mag ich überhaupt nicht, dieses labbrige Silikonzeugs. Nee. Und Stanzen habe ich genug schöne von Stampin' Up und anderen Firmen. Und das Einzige, was es vielleicht mal zu sehen geben wird, ich benutze das lila Kreppband aus der Bauabteilung, um meine Stanzteile
festzuhalten, damit sie nicht verrutschen beim Durchstanzen. Also wie gesagt, ihr werdet hier weiterhin Sachen von Stampin' Up, aber eben halt auch anderen Firmen sehen. Ihr werdet Produkttests genauso wie Basteleien sehen. Und wer also jetzt, das ist das, was ich sagen wollte, ich schweife ewig ab. Also, wer nur aufgrund von Stampin' Up auf meinem Kanal war, dem bin ich natürlich überhaupt nicht böse, wenn er ihn jetzt verlässt. Ihr dürft aber auch gerne bleiben, wenn euch andere Dinge auch interessieren. Also, wie gesagt, ich bin kein Böse, der jetzt nur wegen Stampin' Up oder weil wir in einem Team gewesen sind und wenn er jetzt gehen möchte. So, jetzt aber wirklich einen schönen Sonntag und bis nächste Woche.